ist die Allianz Arena auf den Kommentatorenplätzen Manni Breukmann und Frank Buschmann. Und die heutige Begegnung heißt Bayern München gegen Werder Bremen. Tja, auch wenn der Fußball mittlerweile ja medial omnipräsent ist, es gibt noch genug Anhänger, die sich das Geschehen am liebsten unmittelbar vor Ort angucken. Breukmann, Buschmann und alle, die hier heute im Stadion sind. Da haben wir Werder Bremen auf dem Platz, bei denen muss man immer mit Überraschungen rechnen. Aber hallo, wer erinnert sich nicht an die großartigen Pokalnächte und die Wunder von der Weser? Und der Schiedsrichter der heutigen Partie heißt Steffen Schwurbel. Der Schiedsrichter hat angepfiffen. Hoffentlich wird es ein tolles Fußballspiel. Elia. Und Einwurf. Garcia. Macchia der Ball. Werder Bremen steht heute auf dem Platz. Die haben den größten Ehrgeiz in jeder Saison, vor dem HSV zu stehen. Das Nordderby, eines der spannendsten Spiele jeder Saison. Einwurf jetzt. Mario Götze. Toller Pass. Jetzt schießt er. Und Tor. Vorsichtig formuliert, allzu viele Chancen brauchen sie wahrscheinlich nicht, um den Treffer zu erzielen. Erste Möglichkeit. Und sofort das Tor. Ja, wenn man da noch mal hinschaut, den hätte kein Torhüter der Welt gehalten. Absolut unerreichbar für den Keeper in die Ecke. Auf eine Überraschung wurde vergebens spekuliert. Der FC Bayern München liegt vorn. Lewandowski. Arjen Robben in Ballbesitz. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Schöne Flanke. Er steht genau richtig, genau da, wo der Flankenball hinkommt. Jetzt greift er ihn an. Dante. Götze.
Lahm. Jetzt muss er ihn reinspielen. Die Chance. Lewandowski. Mit etwas Glück hat er den Ball gesehen. Aber drankommen konnte er nicht. Nee, niemals. Also da bräuchte er Sprungfedern in den Fußballschuhen. Da geht nichts. Grandiose Attacke und das wird belohnt mit Ballbesitz. Finn Bartels. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Junosovic. Ja, offenbar würde er den Ball am liebsten gar nicht mehr hergeben. Lewandowski. Elia. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Oh! Junosevic! Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Fliegt in den 16er. Dante. Mario Götze. Xabi Alonso. Junosovic. Elia. Xabi Alonso. Lewandowski. Lahm. Jetzt haben sie zu ihrem Spiel gefunden. Xabi Alonso. Vielleicht war hier der Spielaufbau einfach einen Tick zu berichtig. Jedenfalls steht am Ende der Ballverlust. Arjen Robben den Ballbesitz. Super Flanke. Di Santo. Hier holt er sich sauber den Ball zurück. Lewandowski. Lukimia. Keiner will mit dem Schiedsrichter diskutieren. Das war eine richtige Entscheidung. Elfmeter. Sensationell. 1:0, knappe Führung. Beide Mannschaften können noch was draus machen. Ja, so geht das meistens aus, wenn die Dackel mit den Bulldoggen pinkeln wollen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Spieler sind da, die Assistenten sind da, es kann losgehen. Der Schiedsrichter pfeift an, der zweite Durchgang läuft. Müller.
sie die Flanke verwerten. Philipp Lahm, Xabi Alonso. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Lahm, Xabi Alonso. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Eine gute Flanke, aber der Gegenspieler ist dazwischen. Macchiardi. Die verstehen sich blind. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Alaba. Müller. Den Freistoß gegen Werder muss er geben. Foulspiel. Ja, da muss es gelb geben. Oh, da sieht man es richtig, wie er ihm da in die Knochen geht. Furchtbar. Keine andere Option für den Referee. Schon so oft erlebt, vielleicht passiert es diesmal auch. Ein neuer Mann und es gibt doch keine Niederlage. Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Rafinha, Dante, Ribéry, gefährliche Flanke. Elia. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Lukimia. Müller. Achtung! Ach Gott, nee, das war doch viel zu schwach, viel zu harmlos. Kein Problem. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Lewandowski. Schöne Flanke. Klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abgefälscht. Elia. Alaba. Ribéry. Jetzt wird's prickelnd. Die Atmosphäre ist aufgeheizt. Das könnte jetzt auch wirklich die Schlüsselphase für die Heimmannschaft. Absolut, das könnte den Ausgang des Spiels entscheiden. Und die Frage ist, behalten Sie die Nerven, kommen Sie nochmal. Jetzt hat er den Ball und jetzt hat er mehrere Möglichkeiten. Und jetzt die Möglichkeit zur Flanke. Und Achtung, der könnte passen. Müller. Ist aber noch im Spiel. Dante. Die Flanke kommt gut. Lewandowski. Und der Keeper ganz sicher. Ribéry. Und Ribéry läuft
seinem Bewacher weg. Und hier nochmal die Aktion von vorhin, das war wirklich knapp. Petersen, Xabi Alonso, Macchiardi. Und jetzt bin ich mal, wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Wichtig, wie er dahin gegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Der Schiedsrichter hat die Begegnung abgepfiffen. Es war knapp. Das Endresultat 1:0.